So, da sind wir wieder. Wir suchen immer noch Rumfässer. Drei Stück, um genau zu sein. Vielleicht finden wir hier welche. Auch wenn es von oben nicht so ausgesehen hat. Und ja, so sieht es auch von unten nicht aus. Hier sind nämlich keine. Verflucht. Habe ich die eventuell verkauft? Ich glaube nicht. So bescheuert bin selbst ich nicht. Jetzt muss ich mal überlegen. Der Pirat hier ist nicht mehr da. Oh, sind Fische. Oh, cool. Ich hab Fische gefunden. So, noch ein dritter. Ha! Erstmal den Fang ruinieren, indem man die Fische einfach mitnimmt. So, jetzt sind wir sogar ins Wasser gefallen. War jetzt so nicht geplant, aber okay. Dann schwimmen wir halt wieder zum Strand. Drei Rumfässer fehlen uns noch. Wo könnten die denn sein? Vielleicht an dem Felsbrocken. Wir müssen jetzt halt ein bisschen suchen. Achso, vielleicht welche? Quatsch mich nicht voll. Ah, danke, immer noch freundlich. Ich guck mal kurz beim Händler, ob der welche hat. Ist zwar ein bisschen sinnfrei, wenn ich bei der Crew Rumfässer kaufe und sie ihn dann zurückgebe. Und nein, das kann ich auch nicht. Aber gut, der hat ein schwarzes Pell dabei. Kann man sinnlos. Ein edles Schwert. Ich wollte gerade sagen, da kann man sinnlos Geld verbraten, aber. Ein edles Schwert hätte ich genommen. Hätte ich wirklich genommen, hätte man nicht den Piratensäbel gefunden, weil der ist ein Stück besser. Leider, leider, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fässer. Es könnten auch genauso gut 10 sein. Wo könnten die sein? Nochmal abspeichern, weil wir es können. Ja, gut, dann gehen wir halt jetzt hier weiter suchen im Wasser. Er sagte ja, sie sind alle unter Wasser. So wie ich das jetzt verstanden habe. Kann auch sein, dass ich es falsch verstehe. Aber ich schätze mal, die sind hier. Irgendwo an den Felsbrocken. Ja, schätze ich halt, ne? Wissen tue ich es nicht. Und hier scheinen sie auch nicht zu sein. Ich hoffe, das ist keine total sinnlose Folge, in der wir nur Rumfässer suchen. Das wäre nämlich auch ein bisschen blöde. Und ein bisschen öde. Oh, ganz schön hoch, ganz schön hoch. Wenn nicht, vielleicht laufen wir einfach da hinten hin. Da sind wieder 10 Stück. Wer weiß. Kann alles passieren. Ich bin dennoch etwas ratlos. Ich gehe dann direkt immer vom Schlimmsten aus, vielleicht ist es ja ein Bug und wir können jetzt nichts mehr fertig beenden und. Oder ehrlich gesagt einfach nur beenden. Oder fertigstellen. Und ja, das ist immer meine größte Angst, aber ich glaube, ich sollte mich jetzt mal nicht hier so in diesen Gedankengang hinein vertiefen, sondern einfach mal suchen. In der Mine. In der Mine sind bestimmt Rumfässer. Und da gehen wir jetzt auch hin. Beziehungsweise ich gucke erstmal nochmal hier, ob hier wieder welche weiß ich nicht. Herbeibeschworen worden sind. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber. Wie gesagt. Man kann ja auch ganz einfach das Unmögliche möglich machen. Ich habe immer das Gefühl, dass hier welche waren. Also nee, nicht da unten, da hatten wir schon alle. Sondern hier drin. Komm schon, du bist doch ein Rumfass. Ach, verdammt. Bist du ein Rumfass? Hallo? Och, Menno, das gibt's doch nicht. Komm. Keine Rumfässer mehr an Bord. Mann, ich muss echt in die Mine gehen. Ich weiß ja nicht, warum da welche sein sollten, aber mir fällt jetzt so auf die Schnelle nichts mehr ein. Und das wäre noch die einzige Idee, die ich jetzt so parat hätte. Kann auch sein, dass hier einfach nur irgendwo welche nur rumstehen. Es kann auch gut sein, dass hier einfach drei Rumfässer rumstehen. Oder vielleicht oben auf dem Turm. Also ganz oben ist auf jeden Fall auch schon mal nichts. Komm schon, ihr seid doch Rumfässer. Ach verdammt. Bist du ein Rumfass? Nein, du bist eine kaputte Ratte. Eine Landratte! Okay, gut, dann gehen wir halt in die Mine. Die sieht hier so schön hell aus, ne? Und dann läufst du rein und dann, ja. Ergebnis kommt sofort. Bitteschön. Oh Gott.
Bier, lass mich mal kurz in Ruhe, ich suche eine Fackel. Boah, ich glaube, hier ist alles soweit erledigt. Oder? Minecrawler, hallo? Noch irgendwas da? Kann es nicht sogar sein, dass da unten rum Fässer waren? Ich glaube da jetzt wirklich hin. Ich hab. Nein, wenn man hängen bleibt, bringt es auch nichts, mein Freund. So. Na, Freunde. Habt da Winterschlaf. Im Sommer. Oder was macht er hier? Gerade mal hier. Naja. Wird nicht lang gefackelt. Ne? Ja, war ein schlechter Witz. So. Rumfässer, Leute, Rumfässer. Ach, verdammt. Es hätte doch, es hätte, hätte. Die Truhe hat man schon geöffnet, oder? War die nicht offen? Ja, die war offen. Die war geöffnet. Gut, dann. Weißt du, am Ende ist es einfach nur total easy und ich bin einfach nur zu blöd, simpel zu denken. Super Satz, oder? Ja. Und dann. Oder sind vielleicht da die Rumfässer drin? Nee, irgendwie nicht. Rumfass! Nein, schade. Wisst ihr was? Es tut mir jetzt ziemlich leid, aber ich will jetzt wissen, was da drin ist. Hallo, Rumfässer, Rumfässer! Okay. Okay, hier ist wirklich nichts. Gut. Ich wollte nur nachgucken. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich will die Spitzhacke aufsammeln. Konnte letztes Mal schon nicht. Beschiss. So, was ist hier? Haben wir noch was? Hallo, Freunde, Party, irgendwas? Rumfässer. Rumfässer? Rumfässer. Machen wir hier nochmal Licht an. Rumfässer. Nee. Gähnende Leere. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Warum soll in der Mine auch Rumfässer rumliegen? Mensch, Neo, das denkt doch mal nach. Dann können wir wieder rausrennen. Okay. Jetzt gehen mir echt die Ideen aus. Langsam aber sicher verzweifle ich. Ja, wobei, nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ist vielleicht hier bei dem Tippi irgendwas? Nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann laufen wir mal hier hoch zum Ermo, hieß er doch, ne? Der, wo hier kampierte. Oh, das ist wieder mein Lieblingsvogel im Hintergrund. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Richtig. Rumfässer! Ach, scheiße. Ich muss mich hinsetzen. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, es geht wieder. Alles klar. Gut. Ja, wo könnte denn noch was rumliegen? Weiß ich, hätte eigentlich einfach stur die komplette Küste hier absuchen müssen. Aber das wäre mir zu doof geworden, deswegen habe ich es gelassen, aber das ist wahrscheinlich auch die Lösung. Aber das wollte ich nicht. Oder die sind wirklich alle in der Nähe von dem Wrack. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Soll ich hier sinnlos weiter rumdödeln oder. Ach komm, ich guck jetzt nochmal da hinten nach. Da muss doch was sein. Wenn der sagt, die sind alle da, dann sind die alle da. Wenn ich schwimme einfach ein bisschen weiter raus und guck mal, was passiert. Vielleicht werden wir von einem Hai gefressen oder so, das wäre auch ganz lustig. Rumfässer! Hallo Fisch. Geh da mal weg. Junge, was machst du da eigentlich?
Ist irgendwie bescheuert? Aber wie ihr hier sehen könnt, überall gähnende Leere. Und hier ist überall nichts mehr. Vielleicht irgendwo. Ich habe eine Idee. Okay, der Sprung war blöd. Und seitdem sage ich jetzt gar nichts mehr. Kommt schon, seid Rumfässer. Ich will euch mitnehmen. Können wir denn... Nein, du Idiot, du Held. Du Held. Mach doch einmal das, was man dir sagt. Dann könnte es auch funktionieren hier. So. Okay, ja, jetzt, wenn ich das jetzt so vor mir sehe, ist die Idee doppelt blöd, aber... Ja, man kann... Okay, man kann da eh nicht gescheit. Das wird wahrscheinlich auch nicht das Rätsels Lösung sein, denke ich mal. Ich hätte jetzt nämlich die hirnrissige Idee, da den Mast hochzuklettern. Aber da wird ja eh nichts sein. Hab ich irgendwann mal einen Rumpfass verkauft? Weil ich dachte, oh, es gibt viel Geld. Ich glaube eigentlich nicht. Und warum soll denn da oben ein Rumpfass drauf sein? Das kommt noch dazu. Oh Mann, das ist doch total langweilig. Was ist denn das hier? Was ist denn hier für ein Saftladen? Sind irgendwo rum? Welcher hier? An dem Felsbrocken. Ich weiß noch nicht, ob wir den schon hatten, weil die irgendwie alle gleich aussehen, aber... Wir können auch nicht zur anderen Insel, um da nach Rumfässern zu suchen. Oder haben wir irgendwas übersehen? Irgendwas total Blödes? Wie gesagt, hier waren wir schon. So. Wahrscheinlich liegen hier irgendwo einfach nur richtig blöd, richtig kackend dreist, drei Stück rum. Ich finde es einfach nicht. Vielleicht ja hier in diesem Müll-Drecksboot hier. Nochmal abspeichern. Warum, weiß ich selbst nicht, aber... Ist einfach drin, ist wie so ein Reflex, ist das schon. Ist ein natürlichen Ursprungs. A la Gothic-Zocker. Abspeichern! Bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Dann gehen wir mal einfach mal hier lang. Einfach mal aufs offene Meer hinaus. Vielleicht treffen wir einen Stanislaus. Ne, ich glaube, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Boah, scheiße. Hier außen rum liegt jetzt auch nicht viel Zeug, oder? Ich glaube ja eigentlich nicht. Aber so eine Sicht... Entschuldigung, aufs Wasser wie hier hätte ich gerne, weil... Dann erkenne ich ja wenigstens schon mal ein bisschen was. Die Lurkerhöhle. Warte mal kurz. Die Lurkerhöhle. Die Lurkerhöhle. Die Lurkerhöhle. Wobei, war eine Fässer drin. Hier war doch gar nichts, ja genau. Ach, ist mir ja so blöd. Hier ist doch eh nichts drin. Warum komme ich auf die Idee? Ganz einfach, es hätte ja was vielleicht spawnen können, hm? Das ist doch auch eine schlüssige Schlüsseligkeit. Okay. Wenn jetzt hier nichts ist, habe ich keine Idee mehr. Oh,
wenn nicht, gucke ich einfach mal irgendwo nach, ob es eine Lösung gibt. Vielleicht, ne, weil ich habe ja keine Lust hier, dass ich hier so, ne, 3 Stunden lang nach Fässern suche und ihr krepiert hier vor Langeweile. Ja, jetzt krepiere ich auch gleich. Aber ich will jetzt weitersuchen. Ich fülle mein Leben einfach wieder auf. Puh, gar nichts. Nee, also mir sind jetzt die Ideen ausgegangen, muss ich ehrlich sagen. Oder? Komm, ich gehe nochmal zu Dennis, vielleicht reichen 7 ja wirklich. Ging zwar eben nicht, aber hier ist alles möglich. Wir gucken uns nochmal ein bisschen genauer im Piratenlager um, aber ich hätte so direkt wirklich gar keine Idee. Machen wir erstmal Kokosnüsse auf, zur Abwechslung würde ich sagen. Schade, dass es hier nicht so einen Befehl gibt wie bei rohem Fleischbraten, dass man einfach alle Kokosnüsse aufhackt. Naja. Stehen wir einfach mal hier und... ja, öffnen Kokosnüsse. Mega spannend. Unvergleichlich. Klasse. Wie gesagt, ich denke, ich bin einfach viel zu blöd. Das ist einfach total einfach, aber ich krieg's einfach nicht gerafft in meinem Kopf. Ich kann es euch nicht genau sagen, wo der Fehler liegt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Ja, ja, so ist das leider. Ja, 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 ja. Wirklich, am Ende ist es bestimmt einfach total, total simpel und ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Habe ich jetzt schon 5000 Mal gesagt, glaube ich, aber ich werde es immer wieder sagen, weil ich diese verzweifelnde Situation einfach nicht gelöst bekomme. Da waren wir schon drin, hier waren wir auch schon. Waren wir schon. Vielleicht sind ja auf dem Dach welche. Natürlich ist das Schwachsinn. Vielleicht ja beim Stanislaus in der Bude. Das war auch Schwachsinn. Das ist ja doch alles Schwachsinn. Ne. Auch gar nichts. Oh, bist du dein Ernst? Wegen dem Rum. Ja. Konntest du noch ein paar Fässer retten? Ja, hier 6 Fässer. Ich habe 7. Gut gemacht. Verarsch mich doch nicht. Du bekommst gleich eine Flasche davon ab. Sonst noch was zu erledigen? Glaub nicht. Frag einfach mal bei den anderen nach. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Das ging doch vorhin noch nicht, oder? Das ging doch vorhin noch nicht. Ich muss das gerade mal im Kopf zusammenbasteln. Das ging jetzt einfach so. Wir haben sogar noch 1 übrig. Das von Anfang an. Ich hatte in meinem Kopf, dass der irgendwas von 10 gelabert hätte. Und dass wir schon mal bei ihm waren. Haben ihn angesprochen und dann war da keine Dingen. Keine Ansprechoption. Bin gerade leicht verwirrt, muss ich zugeben. Und ich kann es jetzt gar nicht so wirklich fassen. Also wir haben es doch geschafft. Dann würde ich sagen, wir fressen jetzt mal die ganzen Melonen und Kokosnüsse, die wir eben aufgeschnibbelt haben. Damit wir wieder ein bisschen Leben haben und gehen dann einfach weiter. Ja, nee, das Mana hebe ich mir mal auf. Fressen wir das. Das bringt ja auch Mana. Oh, so ein Scheiß, egal. Ohne. Ah, nee, wir haben doch Fische. Alles. Alles rein. Festmahl, Leute. Zur Belohnung. Wir haben es geschafft. Kannst erstmal einen Bauch vollschlagen, mein Freund. Wir haben nämlich eine ganze Folge sinnlos damit verbracht, um die... Ich realisiere das jetzt gerade, gell? Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Warte, ich gehe nochmal kurz rausen zum Lager... Rausen? Raus zum Lagerfeuer. Wo ich nichts anklicken kann. Juhu. Das freut mich aber. Gut, dann kann ich wohl doch kein Fleisch braten.
Egal, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war wieder eine unnütze Folge. Könnt ihr euch eigentlich direkt sparen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüss.